Weihnachten ohne Weihnachtsbeleuchtung? Wie sieht es bei Ihnen aus zu Haus? Während in Freiburg im Breisgau auf dem Weihnachtsmarkt die Weihnachtsbeleuchtung in vollem Glanz erstrahlt, verzichtet die Stadt Rheinfelden hingegen wegen Energiemangel auf öffentliche Weihnachtsbeleuchtung, erlaubt jedoch einer privaten Initiative die Inbetriebnahme der LED-Lichter eines ganz besonderen Weihnachtsbaumes. Die Kosten müssen allerdings privat getragen werden und die Beleuchtungszeiten sind reduziert. Dieses Jahr war es eben eine Diskussion, ob das stattfinden kann, weil man aufgrund der Energiekrise in der Stadtverwaltung entschieden hat, dieses Jahr über keine Weihnachtsbeleuchtung anbringen zu lassen und auch Stadt nichts durchzuführen. Und das betraf auch den Mammutbaum. Und damit waren natürlich die Eichsler Bürger und auch die Initiative IG Mammutbaum nicht glücklich und nicht zufrieden. Und deswegen konnte nach einigem Hin und Her doch eine Lösung gefunden werden, dass der Mammutbaum nun letztendlich doch leuchten darf. Etwas verspätet zwar, normal ist die Leuchtdauer einerseits vom Beginn bis Ende länger und auch die Zeiten waren länger, die hat man jetzt eingekürzt, um auch Strom zu sparen, so dass man einen Kompromiss gefunden hat letztendlich, Stadtverwaltung mit den betroffenen Unterstützern, dass man das doch durchführen kann und hat letztendlich eine gute Lösung gefunden. Hier im Hintergrund haben wir so eine Tafel mit einem QR-Code. Was hat's denn da auf sich? Ja, der QR-Code, den man hier sieht, das ist eben auch in Corona entstanden. Da hat eine Ortschaftsrätin von Eichsel, die Kathi Peuker, die Idee gehabt, weil man sich ja nicht treffen konnte, dass man sich hier gemütlich auf die Bank setzen kann und eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen bekommt. Also man scannt den QR-Code ab und bekommt dann die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Und das haben wir beibehalten und das kann man eben dieses Jahr auch machen. Seit 5 Jahren gibt es eine private Initiative, die die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung organisiert. Die Jahre davor leuchtete der Mammutbaum nicht. Also es ist so, im Prinzip haben wir vor 7 Jahren, wo mal die Idee kam mit dem Reinhard Börner noch dazu, er war damals Ortschaftsrat und ich war als elektrischer Projektleiter in Basel und haben solche Sachen auch mit installiert. Dann haben wir also mal die Idee am Stammtisch kam, man könnte mal so einen Baum auch mal elektrifizieren. Und wir haben das immer so gemacht, dass die Beleuchtung ist einmal installiert worden für 10 Jahre mit zweimal vielleicht Unterhalt und Revision zwischendrin. Aber ansonsten bleibt die Beleuchtung das komplette Jahr dran. Man braucht sie bloß einstecken und dann brennt sie wieder. Der Baum, der ist vor 120 Jahren gesetzt worden von zwei Pflanzfrauen oder Pflanzdamen, wo beim Kurfürst von Baden angestellt waren. Der hat damals eine Vorliebe gehabt für Mammutbäume. Und so sind auch drei Bäume in Eichsel gesetzt worden, wobei der einzigste, wo überlebt hat. Und ist mittlerweile der höchste freigewachsene Weihnachtsbaum in Deutschland oder in der EU. In der Schweiz gibt es noch einen, der ist in Glarus, der ist noch mal 1 Meter höher. Und somit kein Eintrag ins Guinness-Buch. Was bedeutet das für Sie persönlich, dass hier jetzt der größte festgewachsene Weihnachtsbaum Deutschlands steht? Persönlich, für mich ist das wie so ein Baby oder wie ein Kind von mir. Und ich bin natürlich auch stolz, dass in unserem Ort der Baum leuchten darf. Und ja.
Dann kennen Sie den eigentlich schon von Kindheit her, wo er halt noch nicht beleuchtet war? Also ich bin erst vor 20 Jahren nach Eichsel gezogen, haben hier oben neu gebaut. Ich komme von Rheinfelde und also seit 20 Jahren kenne ich den Baum ganz, ganz nah. Wachsen die Bäume eigentlich schnell? So, wie groß war der, wo Sie sich noch dran erinnern können? Der ist, jetzt ist er 36,50 Meter. Und wenn man da von Weitem schaut, 1-2 Meter Differenz kann man im Prinzip mit bloßem Auge kaum mehr ausmachen. Zu einem Weihnachtsbaum gehört natürlich auch eine Weihnachtskrippe. Und die ganze Aktion kostet natürlich alles Geld. Kann man sie da irgendwie unterstützen? Kann die Öffentlichkeit sie unterstützen? Wenn ja, wie? Genau, alles ist spendenbasiert. Die ganze Beleuchtung war spendenbasiert. Auch die Betriebskosten jetzt sind spendenbasiert. Die Kontoverbindung entnimmt man am besten unserer Homepage. Das ist www.eichsler-weihnachtsbaum.de. Da steht die Kontoverbindung drauf. Und da sind wir natürlich jederzeit glücklich und froh, wenn Spenden eingehen. A, für die Betriebskosten der Zukunft und B, wollen wir natürlich die Krippe noch ein bisschen ausbauen in den Folgejahren. Und da ist jeder Cent und Euro herzlich willkommen. Wenn Sie so alle 10 Jahre die Lampe austauschen, das muss ja, das ist eine schwindelerregende Höhe. Wie geht denn das vor sich? Wie lange dauert das? Also der Aufbau, haben wir bis jetzt noch nicht. Der Aufbau ging 2 Tage mit so einem Hubkran. Mit Kanzel vorne dran, es waren 4 Mann, 2 Tage und der Kran war etwa 50 Meter hoch, also der größte verfügbare, den es überhaupt gibt. Seit 7 Jahren gibt es in Eichsel die Adventsfenster. Pünktlich um 18 Uhr treffen sich täglich die Anwohner vor einem solchen, oft bei Punsch mit selbstgemachten Plätzchen. Ja, wir sind Dani Kummerk, Hadi Kluge-Matt und wir sind die Initiatoren vom Adventsfenster in Eichsel. Wir sind im 7. Jahr und dieses Jahr mit reger Beteiligung. Und wir freuen uns, dass die Menschen die Zeit nehmen, um zusammenzukommen und miteinander zu sprechen und einfach wieder gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt, es sind ja jetzt nicht alle Tage ausgestattet mit so Adventsfenstern. Wie haben Sie das kommuniziert? Sicherlich ein Mitteilungsblatt? Genau, Mitteilungsblatt, Facebook. Dann Mundpropaganda, einer kennt den anderen. Wir sind ja ein kleines Dorf, aber in der heutigen Zeit ist es trotzdem schwierig, Bürger zu finden, die sich für solche Sachen Zeit nehmen. Und, aber dieses Jahr, jetzt im 7. Jahr, haben wir eine richtig große Anzahl und freuen uns deshalb auch sehr. Das Schöne ist, wir haben von alt und jung alles dabei und natürlich Leute, die schon im 7. Jahr dabei sind. Aber auch wieder neue Gesichter, die dazu stoßen. Und das freut uns umso mehr. Genau.